In 12 Wochen einen Online-Shop aufbauen, verkaufsstarke Produkte finden und 5-stellige Umsätze machen. All das ist möglich, wenn du von Beginn an alles richtig machst. Und wie das funktioniert, das zeigen wir dir jetzt. Sven, ich habe so viele Notizen über deine Vergangenheit, dass ich hier selbst sogar Notizen auf meinem iPhone habe. Und wenn ich hier drauf schaue, dann steht hier über 1,1 Millionen Euro Umsatz im E-Commerce, internationales Händlernetzwerk und Kontakte bis zum Chefeinkäufer beim Otto-Katalog. Und man munkelt, dass Sven eine Vorliebe für Schlangen hat. Erzähl mal, wie gehört das alles zusammen? Und vor allen Dingen werden wir gleich noch mehr darauf eingehen. Wie war eigentlich dein Start im E-Commerce? Ja, danke schön. Wie hängt das alles zusammen? Wo soll ich da anfangen? Meine Tätigkeit damals sah so aus, dass ich im großen Außenhandel tätig war. Ich habe mit großen Einzelhandelsketten in Deutschland zusammengearbeitet, habe deren Bestellungen entgegengenommen und bin dann quasi mit dieser Bestellung auf Händlersuche gegangen. Bin nach Asien gereist, habe mich dort mit chinesischen Herstellern getroffen, auf den Messen, in den einzelnen Fabrikhallen und habe versucht, die Wünsche meiner Kunden dort vor Ort auch dementsprechend zu realisieren und dann in Großmengen nach Deutschland zu importieren. Dann auch in Deutschland über die Häfen, kommissionsweise über Logistikunternehmen dann auch auszuliefern. Hat sehr, sehr viel Spaß gemacht, sehr coole Zeit. Vorliebe für Schlangen, das klingt natürlich jetzt sehr interessant. Während meiner Aufenthalte in China lernt man doch schon einige kulinarische interessanten Dinge kennen, einige Kuriositäten, sodass man mir irgendwann mal Schlange auf den Teller gesetzt hat, serviert hat, ohne dass ich das wusste. Man hat es mir als Hühnchen verkauft, es war ultra lecker. Ja. Und als ich dann hinterher wissen wollte, was es denn tatsächlich war, hat man mir gesagt, es war eine circa 1,50 Meter lange Schlange. Noch nie probiert, irrsinnig lecker. Was dazu gelernt, was natürlich auch den Reiz so einer Asienreise auch immer ausmacht. Und ja, so lernt man doch einiges für sich kennen. Und Thema Chefeinkäufer beim Otto-Katalog, das ist dann immer natürlich ein Resultat jahrelanger Zusammenarbeit, dass man dann auch natürlich die Größten der Großen da kennenlernt. Du warst ja in China, in Guangzhou, auch in Hongkong, hast da mit chinesischen Händlern um Einkaufspreise gefeilscht. Für wen hast du das gemacht? Also wer waren deine Kunden, mit wem hast du da zusammengearbeitet? Wenn du das verraten kannst. Ja, ich denke, das kann man schon verraten. Ich habe damals zusammengearbeitet mit einigen größeren Einzelhandelsketten, wie zum Beispiel dem Otto-Versand, Rewe, Norma, Hagebau, Bauhaus, um da mal so ein paar zu nennen. Ich denke mal, die meisten davon wird man auch kennen. Hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Wir haben da im größeren Stil Waren importiert, aber alles in dem Bereich, im Offline-Bereich. Und haben die Waren in Asien beispielsweise produzieren lassen, haben sie dann auch importiert nach Deutschland und dann dementsprechend an unsere Kunden ausgeliefert, sodass sie dann immer zum jeweiligen Saison- oder Jahresgeschäft hin auch verfügbar waren, dementsprechend auch verkauft werden konnten. Das war so der größte Bestandteil, den wir da umgesetzt haben. Das sind ja riesengroße Marken, mit denen du zusammengearbeitet hast. Gerade auch Otto ist ja eine riesengroße Brand. Was ist da so bei einem Auftrag, was war da so für ein Auftrag? Wie viel Stückzahl an Produkte waren das beispielsweise jetzt so im Winter-Weihnachtsgeschäft? Was hast du da für Produkte besorgt? Erzähl dir mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen. Ja, gutes Thema, was du gerade schon angesprochen hast, ist Saisongeschäft. Weihnachten vor allem haben wir sehr, sehr viel gemacht in der Weihnachtsware. LED-Beleuchtung, Beleuchtungsartikel, was halt ganz viel präsent ja zum Thema Weihnachten passt. Da haben wir sehr, sehr viel gemacht. Da importierst du schon von einer Lichterkette, wenn man das mal als Beispiel nimmt, schon gerne mal 15, 20, sogar 30.000 Stück pro Artikel für einen einzigen Kunden. Und das dann über mehrere Kunden verteilt, da kommen schon enorme Mengen zusammen. Sehr interessant, sehr breit gefächertes Sortiment, aber natürlich auch sehr, sehr viel Verantwortung, denn die Ware darf nicht nach Weihnachten eintreffen, sondern sie muss schon zu Beginn der Saison auch vorrätig sein, damit die Werbung geschalten werden kann, damit die Kunden auch rechtzeitig ihre Produkte in den Läden auch kaufen können. Das klingt alles super erfolgreich. Gab es denn irgendwann mal eine Situation, wo was nicht so geklappt hat, wie du dir das vorgestellt hast? Plauder doch mal ein bisschen. Man musste viel, viel, viel Verantwortung auch übernehmen. Bei uns damals im Offline-Bereich gab es so eine Situation, an die erinnere ich mich heute immer noch gerne dran zurück, weil ich heute zum Glück drüber lachen kann. Damals war es ein bisschen anders. Man wusste nicht, was man machen sollte. Es gab einen größeren Auftrag über 50.000 Euro, den wir hatten für einen Kunden. Und da hat der Chinese falsche Labels auf die Verpackung gesetzt. Das heißt, der EAN-Code wurde nicht richtig ausgespuckt, also nicht richtig aufgelabelt, was insofern fürs Kassensystem kein Problem gewesen wäre. Aber es gibt nun mal die ein oder andere rechtliche Bestimmung, an die man sich halten muss. Und das wurde nicht richtig umgesetzt.
Und wir konnten die Ware dann so eigentlich nicht verkaufen. Deswegen haben wir die Ware dann nach Bremen in ein Lager kommen lassen. Wir sind mit Sack und Pack hingereist, haben uns noch externe Mitarbeiter geholt und haben dann die Ware umgelabelt. War ein witziger Kraftakt, bis wirklich 5:05 den Auftrag noch fertig gemacht und dann just in time noch angeliefert. Erinnere ich mich heute gerne dran zurück, weil ich einfach weiß, dass es heute ganz anders läuft. Das war damals halt der Fall, das war offline, das waren andere Zeiten in dem Bereich und heutzutage haben wir einfach viel, viel coolere Möglichkeiten, viel, viel smartere Möglichkeiten, so etwas natürlich auch zu umgehen, alleine weil uns viel andere Strategien, viel andere Tools auch zur Verfügung stehen, als dass solche Probleme heutzutage nicht mehr auftreten würden, weil wir das alles schon über Zwischenhändler lösen können. Das heißt, die Probleme von damals sind zum Glück keine Probleme mehr, mit denen wir uns heute beschäftigen müssen. Das ist natürlich sehr, sehr großer Vorteil. Okay, du sitzt ja heute hier, weil du, und das haben wir schon gehört, auf jeden Fall Ahnung hast vom Thema E-Commerce. Und das, was wir beide, glaube ich, auch sagen können, ist, das, was du gemacht hast über mehrere Jahre, ist eben das alte E-Commerce. So wie, wenn ich jemandem von dem Thema erzähle, Online-Shop oder eben auch E-Commerce, wie viele eben denken, wie es funktioniert. Nach China fliegen, Ware produzieren, einkaufen lassen und dann durch den Zoll bringen, nach Deutschland verschiffen. Ist das alles tatsächlich noch notwendig, wenn ich jetzt einen Online-Shop aufbauen möchte? Zum Glück nicht mehr. Und wie du es gerade schon gesagt hast, es ist tatsächlich das alte E-Commerce. Mit den ganz klassischen alten Statuten zu arbeiten. Ich setze mich ins Flugzeug, ich reise nach Asien, ich habe einen ordentlichen Jetlag nach 11 Stunden Flug, was auch ordentlich ins Portemonnaie geht. Kulinarische Umstellung, kulturelle Umstellung, das zehrt ganz schön an den Nerven. Wie du schon richtig gesagt hast, es ist das alte E-Commerce. Auf Händlersuche gehen, Produkte sourcen und nicht wirklich auch die Transparenz zu haben, ob dieser Hersteller auch wirklich den Anforderungen entspricht. Das heißt, ich muss auch selber erstmal meine Erfahrungen mit dem Hersteller sammeln. Das geht heutzutage deutlich, deutlich einfacher und da bin ich auch sehr froh drüber, dass es so ist, dass auch ich mittlerweile diese Tools und diese Kniffe und Tricks kenne, dass man das Ganze vor Ort, zu Hause, aus seinem Office heraus aufbauen kann, Händler suchen kann, Produkte sourcen kann und das alles über online, weil man dementsprechend auf sehr, sehr viele Tricks und Tools auch zurückgreifen kann, was das Ganze natürlich deutlich, deutlich einfacher macht. Wobei ich jetzt eine Reise nach China auf Dauer vielleicht nicht ganz aus dem Portfolio schmeißen würde, ist immer eine Erfahrung wert, absolut. Aber um das Business auch wirklich so schlank und so effektiv wie möglich zu gestalten, gibt es da jetzt mittlerweile deutlich, deutlich bessere Möglichkeiten. Das stimmt, da bin ich vollkommen bei dir. Du bist ja auch bei uns in der Strategieberatung tätig. Das heißt, wenn jemand zu uns kommt, Online-Shop aufbauen möchte, dann kann es möglicherweise sein, dass du eben auch beispielsweise mit Sven zusammensitzt und Sven eine Strategie für dich entwickelt, wie das für dich funktioniert, ohne dass du nach China fliegen musst und eine Schlange dafür essen musst. Das ist heutzutage nicht mehr möglich. Du sprichst auch fließend Englisch. Auch wir haben hin und wieder mal einen englischen Kunden, den du auch perfekt beraten kannst. Auch das ist ganz wichtig. Auch das ist nicht mehr notwendig, wenn man im E-Commerce starten möchte. Und du bist, das erwähnen wir jetzt nicht alles hier, aber du bist ja auch gelernte IHK-Fachkraft für Zoll. Auch das ist nicht mehr notwendig, wenn man im E-Commerce starten möchte. Also hat sich da einiges getan in den letzten Jahren. Magst du mal so einen Einblick geben, wenn jemand bei uns im E-Commerce startet, wie sieht da die Strategie aus? Was sind da so die ersten Steps, die jemand geht? Und warum ist das so viel smarter als das vorher? Ja, wenn jemand bei uns durchstartet, dann sieht es so aus, ganz am Anfang entwickeln wir natürlich eine Strategie gemeinsam und Hauptbestandteil dessen ist, dass wir jeden Teilnehmer 1:1 an die Hand nehmen. Das ist ganz, ganz wichtig, dass wir jeden in dem Bereich so supporten und mit an die Hand nehmen, dass wir das Ganze gemeinsam aufbauen. Wir werden die Produkte finden, die es gilt später zu vermarkten, die der Kunde auch dementsprechend vermarkten möchte. Wir werden einen Shop von A bis Z mit dem jeweiligen Kunden aufbauen. Wir werden ins Marketing gehen, Marketingstrategien entwerfen, wie man seine Zielgruppe ausfindig macht. Wir können das Ganze sogar auf eine nächste Ebene heben. Wir können da eine richtig langfristige, erfolgreiche Brand draus kreieren, sodass ich auch parallel zu meinem Online-Shop auch weitere Menschen, weitere Kunden auch an Land ziehen kann, Interessenten auch für mich gewinnen kann, mich viel, viel breiter aufstellen kann, sodass ich wirklich ein sehr, sehr hochprofitables Business im Bereich des E-Commerce aufbauen kann und dort dementsprechend auch langfristig agieren kann. Das ist ganz, ganz wichtig. Das Wichtigste ist da wirklich, dass wir denjenigen immer direkt an die Hand nehmen und das gemeinsam miteinander aufbauen. Das stimmt. Für mich jetzt als Laie, wenn ich das jetzt höre, das klingt für mich nach super viel Aufwand. Das klingt, als müsste ich da 60, 70, 80 Stunden reinknüppeln in der Woche, damit das alles so funktioniert und ich dann vielleicht auch irgendwann hier wie du auf dem Sofa sitze, nach über 1 Million Euro Umsatz im E-Commerce.
Wie viel Zeit brauche ich dafür, wenn ich das wirklich schaffen möchte, was ich am Anfang gesagt habe, innerhalb von 12 Wochen einen fünfstelligen Umsatz mit meinem Online-Shop, wie viel Zeit muss ich da investieren und ja, was ist mit der Technik? Muss ich das alles auf dem Kasten haben? Muss ich da Sachen programmieren und entwickeln? Wie sieht das aus? Der Vorteil ist, dass wir einen Fahrplan erstellen. Das ist schon mal ganz, ganz wichtig. Das heißt, wir haben in der Vergangenheit Fehler gemacht, die wir jetzt vermeiden können, die auch jeder unserer Teilnehmer vermeiden kann. Das ist wichtig. Großartige technische Kenntnisse oder Hintergründe braucht man in dem Bereich nicht. Wenn ich einen Laptop habe, eine stabile Internetverbindung, dann bin ich gut ausgerüstet, kann loslegen. Und wenn ich 10 Stunden Zeit habe pro Woche, von Montag bis Sonntag, dann ist es absolut umsetzbar. Da haben wir dann einen 1:1 Fahrplan, den man so 1:1 auch umsetzen kann, mit dem man garantiert dann auch mit uns gemeinsam seine erfolgreiche Marke dort in dem Bereich aufbauen kann. Also technische Aspekte sind erfüllt, wenn ich den Laptop und die Internetverbindung habe, die Zeit zur Verfügung habe von 10 Stunden pro Woche, vor allem aber auch den Willen mitbringe, das Feuer, die Leidenschaft fürs E-Commerce habe, endlich durchstarten zu wollen und einen perfekten Partner an seiner Seite haben zu wollen, dann steht dem erstmal nichts mehr im Weg. Und wir haben tatsächlich ja mittlerweile auch über 600 Kunden. Das heißt, wir wissen, was funktioniert und was eben nicht funktioniert. Und 80% unserer Kunden starten das Ganze nebenberuflich, genauso wie du gestartet bist im E-Commerce, genauso wie ich gestartet bin im E-Commerce. Und darauf ist das Ganze ausgerichtet. Was würdest du denn sagen für jemanden, der neu startet? Was ist so einer der größten Fehler, die man machen kann? Wenn man den Schritt geht, dann hat man eigentlich von Beginn an alles schon falsch gemacht. Da gibt es bestimmt so ein paar Punkte, die es gilt zu beachten. Aber vielleicht ein ganz wesentlicher Punkt ist, ich sollte darauf hören, was am Markt auch wirklich funktioniert. Das haben wir eruiert, das haben wir schon in dem Bereich festgestellt. Wir haben durch unsere Tools, durch unsere Strategie absolute Transparenz auf dem Markt, was halt funktioniert, vor allem welche Strategien funktionieren und welche Produkte auch wirklich gefragt werden. Ich sollte nicht darauf pochen, unbedingt die Produkte zu vermarkten, die ich jetzt speziell für mich vermarkten möchte, obwohl es gar keinen Markt dahinter gibt, sondern ich sollte mich wirklich auf das verlassen, was funktioniert, was der Markt auch nachfragt und da dementsprechend das Angebot für liefern, sodass ich auch wirklich Produkte vermarkte, die einen Mehrwert darstellen, die vielleicht auch Probleme lösen, die sehr, sehr stark dann auch gefragt werden. Das ist vielleicht so einer der wichtigsten Punkte, die man da mit Sicherheit beachten sollte, weswegen viele Leute gegebenenfalls auch im E-Commerce vielleicht falsch starten könnten. Das ist ganz, ganz wichtig, auf das zu hören, was auch wirklich gefragt wird. Vollkommen, vollkommen richtig. Und eine Sache noch, die man dazu mit dazu schmeißen muss, ist, viele Leute denken, wenn sie an das Thema Onlineshop denken, dass man eigene Produkte produzieren muss, eben ein eigenes Produktsortiment haben muss für seinen eigenen Onlineshop. Und das ist ja auch das quasi, was du ja den alten Weg des E-Commerce gemacht hast. Du bist nach China geflogen, hast da verhandelt, eigene Produkte produziert und bist damit ein großes Risiko eingegangen, ja. Denn hast jetzt in deinem Fall ja viel, viel Budget von deinen Kunden investiert in diese Produkte und das ist eben auch ein riesengroßer Fehler, was man nicht machen sollte, wenn man im E-Commerce startet. Heutzutage, das hast du auch vorhin schon vollkommen richtig beschrieben, gibt es smarte Tools, wo man anderen Märkten recherchieren kann, welche Produkte verkaufen sich da bereits. Und dann recherchiere ich nach Zwischenhändlern, die genau diese Produkte anbieten und vermarkte eben diese Produkte auf dem deutschen Markt als Beispiel, sodass ich eben nicht mehr mein ganzes Erspartes in eigene Produkte investieren muss, sondern nur das Werbebudget quasi finanzieren muss. Und Technik baut man auf wie ein Baukastensystem, Step by Step und da eben nach unserer Anleitung, nach unserem Template. Wenn jemand starten möchte im E-Commerce und der hat sich das Video angeschaut und sagt, hey, finde ich cool, finde ich sympathisch, E-Commerce, habe ich Lust drauf, was würdest du dem mitgeben, so als finalen Tipp? Wenn jemand das Video gesehen hat und er hat da richtig Bock drauf, dann sollte derjenige auf jeden Fall über, ober, unter, links, rechts neben dem Video einmal klicken, sich bei uns eintragen, ganz, ganz wichtig, und eine Bewerbung bei uns einreichen. Und wir schauen, ob wir ihm dann auch in seiner jeweiligen Situation weiterhelfen können, wo gerade die Ist-Situation ist, wie das Ganze aktuell ausschaut und wie auch die Zukunft in dem Bereich geplant werden soll. Dann würden wir dementsprechend eine Strategie entwickeln und das gemeinsam versuchen dann umzusetzen. Was sollte jemand mitbringen? Auf jeden Fall die Leidenschaft für E-Commerce. Das ist ganz, ganz wichtig, den Willen dazu haben, das Feuer, die Leidenschaft zu entwickeln im E-Commerce, da richtig durchstarten zu wollen auf einem absolut wachsenden Markt. Und jetzt gerade die Corona-Pandemie, jetzt im 4. Quartal, die hat es ja jetzt nochmal stark gezeigt, wie sehr sich E-Commerce jetzt auch gerade entwickelt. Also wer da Bock drauf hat, da ist er bei uns auf jeden Fall richtig aufgehoben und sollte dann in dem Bereich natürlich auch Gas geben wollen.
Besser hätte ich das Schlusswort tatsächlich nicht sagen können. Das hast du mir einen großen Teil vorweggenommen. Insofern, ich kann da nichts mehr hinzuzufügen. Wenn du darauf Lust hast, dann bewirb dich einfach bei uns auf eine Zusammenarbeit, auf ein kostenloses Erstgespräch. Und wir stellen dann fest, ob es für dich Sinn macht, in deiner Situation einen Online-Shop aufzubauen. Und vielleicht sprichst du tatsächlich schon bald in den nächsten Tagen mit Sven. Und Sven entwickelt eine Strategie, wie das für dich funktioniert. Ich glaube, wir zwei freuen uns, wenn du das machst. Und ganz liebe Grüße, bis zum nächsten Video.